Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu PUBG auf der Xbox One X. Und heute bin ich wieder alleine. Naja, gut, nicht ganz. Ich habe einen Geisterfreund bei mir. Man kann ihn nicht sehen, aber man kann ihn hören. Hallo Vogelmann. Ja, keine Ahnung, irgendwie bist du bei mir nicht im Startbildschirm und die Leute haben bestimmt schon gedacht, oh nein, Sonic steht schon wieder alleine da. Er ist wieder alleine, oh nein, haben die sich gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Aber das war trotzdem ganz lustig, letzte Folge. Auch wenn du nicht da warst, das war wirklich ganz lustig. So mal da, so schon direkt am Anfang, irgendjemand hat so noch in die Kommentare geschrieben, war eine total lustige Szene. Ich laufe da so und sage so, war da jemand? Und das ist so lustig. Während ich das so sage, laufe ich halt und dann kommt halt ein Gegenstand an der Stelle, wo wirklich jemand stand. Ja, und wie das immer so ist, dann kommt für eine Sekunde ein Gegenstand davor. Dann ist der Gegenstand wieder weg und die Person ist auch weg, weißt du? So richtig so wie in so einem Horrorfilm, weißt du? Bup, bup, weg. Das war lustig. Sehr schön. Nachhinein nochmal aufgefallen. Aber heute versuchen wir das wieder miteinander zu rocken. Siehst du mich jetzt? Ich guck mal. Ja, nee. Frühmann, du bist immer noch unsichtbar. Doch, jetzt bist du aufgeploppt. Oh. Okay, ich wollte sagen. Boah, ich dachte jetzt schon, ey. Ich dachte schon, jetzt es bleibt weiter mysteriös. So. Na, dann mal gucken. Wir müssen an den Erfolg wieder anknüpfen, Vogelmann. An der mysteriösen Folge. Können wir das? Ich weiß nicht. Also nur wenn alles wieder mysteriös läuft. Oder waren wir beim Fall für Galileo Mystery? Aber denk dran, das hatten wir ja nur, weil die Challenge war. Aber die Challenge ist jetzt wieder vorbei. Wir können wieder frei hantieren. Wir brauchen uns keine Mühe mehr geben. Du meinst jetzt können wir wieder anfangen, Scheiße zu spielen, ja? So richtig kacke. Richtig. Wollen wir nach links springen oder was? Oder nach rechts? Nach rechts ist besser, glaube ich. Lass mal nach rechts springen. Lass nach rechts springen. Doch, nach rechts. Doch, nach rechts. Rechts. Okay. Doch. Wir wollen nämlich alle nach links. Sag's dir. Und jetzt spring! Ja, ich auch. Ach toll. Wo meine Kamera hat auf jeden Fall nach rechts geguckt. Ja, meine auch. Meine nach links. So, was meinst du? Schaffen wir das da vorne an diese Dings hin? Küste, ja. Naja, die Ecke. Das von dir ist einer. Lass uns zusammen, lass uns nicht hier vorne. Ja? Schon auf dem. Auch nicht, hier unten runter. Oh. Eine Waffe, alle verteidige ich auf dem Boden. Hast du verstanden? Okay. Scheiße, der andere hier. Ich muss die originale Punktlandung machen. Originale Punktlandung! Du hast es geschafft, oder? Keine Sorge, ich komm von unten. Ich häng fest! Runter. Mein Fallschirm hängt wieder fest! Okay. Alles wäre gut. Hast du gesehen, wo der gelandet ist? Scheiße, hier oben ist nichts auf dem Dach. Wie, da ist nichts. Ich kann nicht ja, runter. Gut, aber er wird ja jetzt wahrscheinlich nicht in dasselbe Haus kommen wie wir, oder? Der wird jetzt erstmal looten und dann wird er uns wegballern wollen. Komm runter, Junge, komm runter vom Dach. Hab ich eine Schrotflinte. Hier ist noch ein Rucksack übrigens. Warte, ich muss das mal nachholen und die wegballern. Was, du willst ihn wegballern? Weißt du, wo er ist? Ich dachte, er ist bei dir im Haus. Nee, ich bin doch bei dir im Haus. Bei mir im Haus? Na, ich bin da gelandet. Das ist mysteriös. Hier sind nur Rucksäcke. Ja, ich bin da, wo du auf dem Dach gelandet bist. Und hier ist keine Waffe drin, keine einzige Waffe. Pokémon, was soll ich tun? Ich trau mich raus. Doch, hier liegt doch eine. Wo? Ich komme wieder. Ach nee, alles gut. Ah, nee, jetzt geh ich wieder. Oh, hinher. Mach mir nicht wahnsinnig, Junge. So, ich geh jetzt hier rein. Wenn ich jetzt sterbe, dann bist du schuld. Ganz klar. Es ist auch so leise, also ich habe bei mir gerade nicht laut. Also ich weiß auch nicht, ob ich verfolgt werde oder. Oh, hier ist ein Helm. Geil. Ich habe auf jeden Fall eine Handpistole. Und ich nehme mal zwei Erste-Hilfe-Dinger mit, da kann ich dir vielleicht nachher einen abgeben, wenn du einen möchtest. Ja, sieht gut aus. Weißt du, wo er gelandet ist? Siehst du ihn schon? Nee. Das gibt's doch gar also nicht. Der muss. Also ich habe jetzt bis jetzt bloß. Keine Ahnung, die Geister verschwunden. Meinst du, hier sind wieder Geister? Oder Weißbrot? Geister oder Weißbrot? Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, jetzt wird's. Hast du es auch gehört? War voll unheimlich, was war das? Das hab ich noch nie gehört. Hier sind Geister. Ich hab doch gesagt, hier sind Geister. Oh mein Gott! Wir sind seit letzter Woche, letzter Folge verflucht. Ja, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du das Geräusch auch gehört, Vogelmann? Bei mir gerade? Ja, ja. Echt? Nee, das war so ein Bip, Bip, Bip. Also so Bip, Bip, Bip. Oh, Scheiße, aber wir müssen uns aber ein Auto suchen, ne? Echt? Müssen wir? Schon wieder? Ja, ich hör's.
Was ist denn das? Leute, ich schwör bei Gott, ich habe noch nie so ein Geräusch gehabt in meinem Handy. Aber stimmt ja nicht. Ach, dein Handy? Ja, das ist mein Handy. Aber mein Handy macht keine Geräusche, weil mein Handy immer auf lautlos ist. Sekunde. Xbox, Zeus hatte ich zur Party eingeladen. Ach so. Mich lädt die ganze Zeit jemand zur Party ein. So, okay, Vogelmann. Ich habe Waffen. Wie sieht's aus mit Auto? Ich auch. Auto sieht... Ja? So sieht's aus. Warte, ich nehme noch hier schnell Munition mit. Ach, Mann, jetzt habe ich die... Ach, ich hasse das. Du willst nicht die Waffen wechseln? Ach halt, jetzt habe ich doch die Waffe gewechselt. So, Entschuldigung. Ich bin mich umsonst aufgeregt. So, wie weit ist es zum Auto? Oh, mal 4 Visier. Und ein Helm Stufe 2. Ich habe zwar schon einen, aber ich ziehe ihn trotzdem an. Also wenn du einen Helm Stufe 2 brauchst, hier ist noch einer. Oh, Rucksack Stufe 3. Und nochmal Millimeter. Boah, was ist denn hier los? Erweitertes Magazin. Vogelmann, ich muss mich hier erstmal hübsch machen, bevor es hier weitergeht, ne? Nein, wir müssen laufen. Ja, ich weiß. Ist es so weit? Ist es wirklich so weit? Ja. Oh, mach keinen Scheiß, Alter. Okay. Ich komme jetzt raus. Ich bin jetzt gut ausgerüstet. Sehr gut. Und du weißt, wenn ich gut ausgerüstet bin, dann heißt das immer, dass ich sterbe. So, okay, laufen wir los. Kenn ich. Ich komme. Ich komme. Jump mal ein bisschen. Dauerfeuer. UMP9 auf Dauerfeuer ist okay, wa? War okay, ne? War jetzt nicht schlimm. Ist okay, ja. Aber pass auf, der andere, der muss wahrscheinlich hier neben uns in der Stadt reingesprungen sein. Nein, die sind, ja, sind sie auch. Da oben ist nämlich die Tür offen. Echt, ja? Alles klar. Dann pass auf, dass die jetzt nicht runterschießen zu uns. Und denk dran, aus den Seitenwinkel lohnt es sich auch nicht in Schlängelinien zu laufen. Wir bleiben trotzdem bei denen auf einer Linie. Nur so zur Info. Lass mal da oben hin. Hast du ein Auto gefunden? Wo ja, sind wir denn? Oh, so weit. Vogelmann, das ist ganz schön weit. Das atmet schon wieder in Arbeit aus, dieses Rennen. Ich will nicht rennen. Ich will auch nicht rennen. Und ich muss lauter machen, ich höre nicht. Oh, rechts haben wir ein Motorrad. Oh, echt? Cool. Check du mal oben die Lage ab, ich hole ein Motorrad. Ja. Mach ich. Ich check die Lage. Check. 1-2, 1-2, check. Ja, hier oben sieht's safe aus. Alles cool, alles safe. Ich geb mal hier das Ding rein. Ey, jemand hier drinne? Keiner. Gut. So, Motorrad habe ich, also ich mache jetzt Krach. Ja, gut, komm. Aber wir nehmen das Motorrad nur, bis wir ein Auto haben. Also, wenn zufälligerweise ein Auto kommt, dann nehmen wir ein Auto. So, kommst du? Ach, wieder bloß so ins, wo ich mich festhalten muss. Also, das ist aber kacke. Jo, ja. Das ist kacke, weil da kann ich nicht schießen, ne? Na los. Let's go erstmal. Und dann gucken wir mal, wenn irgendwo ein Jeep kommt oder sowas, wäre das schon geil. Ich habe schon letzte Folge gesagt, Vogelmann. Hast du schon mal probiert, wenn du eine Bratpfanne oder sowas hast, ja? Man kann doch sich aus dem Fenster lehnen bei Autos. Und mit Auto, mit Waffen schießen. Ja. Schon mal probiert mit der Bratpfanne jemanden umzulegen aus dem Auto? Geht das? Also mit der Bratpfanne so aus dem Fenster? Das raus? Weiß ich nicht. Boah, das wäre schon ein geiler Kill, oder? Wäre schon ein geiler Kill, muss schon zugeben. Boing. Dann kommt einer angefahren so mit 80 km/h und dann kommt so die Bratpfanne papaum! Das läuft. Das wäre richtig geil. Ich habe ja übrigens gerade hier wieder so Daumen. Das wäre auf jeden Fall zittert es gerade so. Das wäre richtig geil, Junge. Wäre richtig cool. Damit wird man in die PUBG Gedenkbücher eingehen. Wirklich, ohne Scheiß. Wäre eigentlich schon fast. Mit der Pistole? Ja, das stimmt. Also, wer das nicht gesehen hat, liebe Leute, vorletzte Folge, einfach nochmal auf YouTube anschauen. Worte Bene, wirklich. Also, das war unsere Challenge, die ihr uns gestellt habt, beziehungsweise was ist ihr uns. Einer hat es in die Kommentare geschrieben und wir haben gedacht, okay, komm, machen wir mal. Klingt lustig. Hier wollen wir mal halten? Oder was? Sie halten? Wo sind wir denn eigentlich? Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Ey, die Tür war offen, Vogelmann. Ja. Ist aber nicht gut. Oh, hier liegt eine Gasmaske. Wer kommt denn hier rein und nimmt keine Gasmaske mit? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hab das Gefühl, dass der Kreis nach oben links geht. Na warte, lass mich mal kurz hinlegen. Ich will mal ganz kurz jetzt gucken. Ich leg mich hier mal ganz kurz in den Schatten am Baum. Ich will jetzt erstmal auch die Lage checken. Ich habe ja gar keinen Plan, wo wir hier gerade sind. Oh, und ich merke gerade, ich muss die Steuerung ändern, oder? Ja, jetzt.
Konnten wir schon immer springen? Ja. Kugeln? Wirklich? Natürlich. Aber so auf den Stand springen? Ging das schon immer? Natürlich. Echt? Krass. Los. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist noch echt riskant hier. Das Ganze kann auch wieder zu George Pool gehen. Ja. Ich würde sagen, wir warten mal einen Kreis ab jetzt. Der kommt ja. Ich meine, das Blaue ist ja da. Dann kann ich mal vielleicht in der Zeit sogar. Wobei, so viel habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe auch plus 9 mm. Achso, ich habe auch plus 9 mm Waffen insgesamt. Ja, okay. Dann ist mir wurscht. Also, ich brauche plus 9 mm Munition. Falls du welche hast und übrig hast, ja, Sieben melden. Komma. Nee, ich habe eine Und ich Schrotflinte habe mal und. 4 Visier übrigens. Also, ich kann auch ein bisschen in die Ferne gucken, mein Lieber. Warte, ich leg hier auch nochmal was hin. Warte. Hier. Was denn? Was Vielleicht hast du denn brauchst du das ja. Schönes? Ein Ein Aufsatz. Aufsatz? Ich glaube, ich habe einen. Ich bin mir nicht sicher. Nehme ich mal. Ach nee, guck mal, abgewindelter Handgriff war das gewesen. Ja, jetzt ist sie komplett die Waffe sogar. Ja, super. Ich habe das Richtig magische Fehlenteil getuned. gehabt. So, warte mal, während wir mal hier sind, ich hoffe ja, dass YouTube immer einfach mal. YouTube ist mir aufgefallen, versucht immer. Nee, guck mal nach vorne bitte. Also hier, nee, oder doch in die Richtung, wo du gerade hinguckst, ist gut. Guck mal hier hin. Hier hin, wo ich hingucke. Andere Richtung. Ja, guck mal her. Weil mir ist aufgefallen, dass YouTube in letzter Zeit, der nimmt immer als Thumbnail gerne Bilder, wenn nichts bewegt. Also darf sich nicht bewegen. Wir müssen jetzt eine ganze Weile lang, wir müssen eh warten, bis das Blau kommt. Du musst jetzt stehen bleiben. Vogelmann, bleib doch mal stehen. Nicht blinzeln. Mensch, nicht blinzeln. Hör doch mal zu. Dass du mir aber auch nie zuhören kannst. So. So, YouTube. Ich möchte gerne das gerne als Thumbnail-Bild vorgeschlagen bekommen. Ich bleibe jetzt mindestens 10 Sekunden so in dieser ja, Position, in dieser Verharrung. Ach, scheiße, ich habe die Kamera bewegt. Ich warte noch. Ich warte noch. Und jetzt werden wir weggeballert. Babam! Links, rechts, Ja, deswegen gucke ich YouTube! jetzt nur so ein bisschen. Ach, du guckst ein bisschen, ja? So, was machst du? Können wir uns auch hinlegen. Oh, Sehen wir mal. nö. Na, das ist nicht ganz so auffällig, weißt du, als wie zu hocken. Nö. Ich meine, du bist genau in der Lichtung, weißt du? Also, an deiner Stelle? Flugzeug kommt, wa? So, was sagt jetzt der blaue Kreis? Er hat es ja gleich geschafft, wa? Findest du auch, dass man den blauen Kreis eigentlich auch relativ schlecht sieht auf der Karte? Der könnte echt so Nee, ein ich finde bisschen, nicht. oder? So ein bisschen. So ein bisschen. Den Cursor hätten sie ruhig ein bisschen farbiger machen können. Grün oder gelb oder orange, rot. Ja, so halt so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Action. So, ich check gerade so ein bisschen die Lage. Von rechts kommt ein Auto. Wo rechts? Von rechts, also Ah, komplett da rechts ist sie von in, dir. ja. Hast du dich hingelegt gewesen? Ja. Ja, hab ich doch gesagt, nach links. Wir müssen nach links. Ja, warte mal. Ich guck mal erstmal, wo die zwei da hinfahren. So. Ja, 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 okay. ja. Das wird hier bis auf die Spitze. Donnerattacke! Also ich habe mal einen Punkt gesetzt. Ich würde mal vermuten, dass das so richtig schön auf die Spitze geht. Hilling! Nee, doch nicht. Ich dachte, ich Weil hätte was gehört. Ja, ich wollte nur sehen, ob du hörst. Hinling. Verdammte Axt, nochmal! Lisa. Ich habe irgendwie Phantomgeräusche heute. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ich merke das heute schon. Ich habe permanent das Gefühl, ich höre was. Das ist bestimmt der Geist. Der Geist verfolgt mich. Aus letzter Folge. Das letzte Folge, ja. Der war unheimlich. Oh, sehr schön da unten. Was ist das so, ne? Ich weiß nicht, Mulder. Scully? Willst du da unten rein? Warte, warte, Was bleib ist mal kurz, das? bleib mal, da hockt die mal kurz in die Will. Das mal ganz kurz erstmal mit dem Visier da mir anschauen, bevor wir da jetzt gleich durchrennen. Ganz, 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 ganz Sieht gut kurz. aus. Bist du sicher? Was hast denn du Schon für ein gespottet, Visier? ja. Mal 8. Oh, echt? Du hast mal 8 Visier? Ja, Sag und die ja. Türen da hinten sind offen. Da war schon jemand drin. Oh, das. Ey, ist mir gerade aufgefallen, das ist richtig gut detailreich, ne? Ich konnte gerade mir die Seriennummer deines Visiers anschauen. Ich bin auch gerade irgendwie, weiß nicht.
Wusste gar nicht, dass die Waffen so detailreich sind. Was, wir haben Monster Hunter so lange gespielt? Willst du mir sagen, dass Monster Hunter nicht detailreich ist? Hä? Willst du das? Doch schon, aber wie sieht das alles schärfer aus? Alles, keine Ahnung, gefühlt. Oh Mann. Was erzählst du da, James? Weiß ich nicht, Jonathan. Jonathan? Ich bin Jonathan? Willy? Du bist Jonathan. Wir laufen jetzt hier bis durch, oder? Oder wolltest du jetzt hier was anderes machen? Nö, wir wollten durchlaufen. Nö, nur durchlaufen. Ich dachte, ich finde hier noch was Interessantes, weil ich. Nö, es war jetzt irgendwie nicht, dass ich. Oh, warte mal. Schon sag, ich habe einen Schnellzugriff gefunden. Okay. Ich leg mich hin. Ups. Die Mauer klettern. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, dass wir jetzt einfach Richtung. Ja, weiter Richtung die Spitze laufen. Weil da kommen ja dann auch so langsam ein paar Häuserchen und Örtchen auf dem Weg dahin. Und bevor wir näher wieder anfangen, auf die letzten Meter permanent wieder hinterher zu rennen. Na, ich müssen wir auch unbedingt erstmal reinlaufen. Dann können wir das auch gleich. Siehst du oben auf dem Hügel das kleine Häuschen? Ja, das sehe ich. Das habe ich auch gerade auf der Landkarte gesehen. Aber gesagt, jetzt kommen ein paar kleine Häuschen auf den Weg. Da können wir reingehen, hast recht. Aber pass auf, da könnten auch andere sein. Oh, 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 Flugzeug fliegt direkt über uns. Also ich guck direkt über mir und sehe bloß den blauen Himmel. Also ich sehe da kein Flugzeug. Flugzeug! Flugzeug? Ah da! Flugzeug! Oder den Loot fallen lassen? Nö, nö, hat nichts fallen lassen. Ich dachte, das vielleicht fällt. Haben wir mal Glück, habe ich mir gedacht. Ja, ob das nun Glück ist oder nicht, ne? Ich bin da ganz eh alle hin, da wären wir weggeballert. Pass auf, wenn da jemand drin hockt. Ich habe letzte Folge so jemanden richtig extrem erschreckt, glaube ich. Hallo. Ne? Was ist denn das? Ne, keine. Denk dran, ich brauche die 9er Munition, ne? Wenn du irgendwo welche findest. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ah, ich sehe da hinten den Loot runterkommen. Aha, ja, ja. Na, guck mal, wenn da hinten der Loot ist, dann ist das exakt richtig. Denn, oh, warte mal, das könnte da an der Stadt. Ich bin mal gespannt. Das Blaue kommt ja auch gleich. Das passt gut. Dann können wir gleich wieder abchecken, wo es hingeht. Wir laufen auch ziemlich verdeckt eigentlich. Also die sind auf jeden Fall überall Bäume. Ja, es ist nett. Aber dafür ist es hier ziemlich uneben. Wenn wir zu unten laufen, könnten da oben welche auf dem Berg laufen und uns die ganze Zeit beobachten. Weißt du, die könnten die ganze Zeit mich anschauen, wie ich mich bewege. Das wäre dann, ziemlich... Und dann singen sie, komisch. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit, Hammer. Scheiße, wir werden von Catcher der Liga verfolgt. Ja, ich sag's dir. Oh Gott. Runter! Was, wo, von wo? Wo? Wo siehst du ja, was? Geradeaus, siehst du Motorräder da hinten wackeln? Ach ja. Ja, ich hab ihn ausgenockt. Ja, ja, ja. Das ist hinter Motorrad. Warte. Treffe ich nicht. Also ich ziel drauf, aber... Ah, er ist auf jeden Fall tot. Ja, aber definitiv. Das Problem ist... Meinst du, der ist tot? Die Lootkiste, ne? Es wird der stirbt gleich, er muss gleich sterben. Ja, die sind verbuggt. Okay. Ja, aber pass auf, bitte. Ja, komm, dann lass uns den sein Loot angucken. Aber wenn der da lag, also der muss ja irgendwas... Oder die haben einfach bloß einen dummen Unfall gebaut. Kann auch sein. Ja, Kollisionsabfall. Ja, aber pass trotzdem auf, ne? Pass jetzt echt auf, wenn da jemand ist. Wir müssen wirklich aufpassen. 40 Leute, und guck mal, wie krass der klein jetzt wird. Ja, ja. Okay, ich guck mal das jetzt an, okay? Jo, mach das. Bist du auch noch hier in meiner Nähe? Ja, er ist tot. Ein Kill. Ach nee, das ist das Motorrad, was noch Geräusche macht. Oh, ich dachte, da kommt noch einer angefahren. Alter! Es ist der Geist wieder. Der Geist ist wieder hier, Vogelmann. So, Munition, 9mm, sehr schön, nehmen wir mit. Vertikaler Griff ist hier noch, kannst du dir noch mitnehmen, falls du brauchst. Mantel ziehe ich mir direkt an, Majuda. Zieh ich mir direkt an. Ne, Waffen bin ich eigentlich zufrieden, auch wenn... Vogelmann neben mir, oh, neben mir! Oh, der der war neben uns im Gebüsch. Warum? Warum nur? Nein, der Ingridisuit, kein Wunder, dass wir ihn nicht gesehen haben. Oh nein. Nein.
Das war eine Falle. Ey, ich so erschrocken. Ich sehe nur, wo ich gerade gelooten war. Auf einmal plötzlich bewegt sich der Busch. Ich so, hä? Und dann sehe ich nur, nee, wie du abgeschossen wurdest. Ich hab mich nicht erschrocken, aber es war halt. Oh nein. So, was machen wir jetzt davor gemacht? Das ist 20 Minuten. Schulterperspektive. Dingsbums. Ego, meinst Ego. Ego-Perspektive. Ja, würde ich genau. Jetzt auch sagen. Dann hauen wir noch einmal Ego rein. Ja, wir können ja euch jetzt nicht mit 20 Minuten jetzt hier abspeisen, Leute. Der geht nicht. Der geht nicht. Aber der Sonnenschein nutzt die Zeit. Und würde erstmal ein bisschen was für seine Genesung, Gesundheit tun und erstmal einen schönen Tee trinken. So richtig geilen Tee. Boah. Tee, Alter. Die Droge des alten Mannes. Die Droge des alten Mannes. Oh. Des weisen Mannes. Des weisen Mannes, meinst du? Ja, würde ich jetzt sagen, dabei bin ich doch noch gar nicht so weiß. Eher grau. Aber na gut. Grau schon. Oh. Naja, man hat's nicht leicht, Vogel. Man hat's nicht leicht. Wirklich nicht. Aber. Es wird besser. Und Vogelmann, aber bald wird's, bald werden es bestimmt weiße Haare oder noch mehr graue Haare, denn ich muss bald im Monster Hunter gegen Kirin kämpfen. Ich glaube, ich werde den heute mal testen. Na, vielleicht schaffst du auch beim ersten Mal. Vielleicht ja, hast du auch doch keinen Problem. Ja, vielleicht bin ich auch voll der Profi und denk mir so, ey, was labern die alle? Kirin ist voll easy. Ich meine, du hast jetzt schon eigentlich schon die ganzen, also du hast jetzt schon ein paar gute Tipps bekommen, die ich vorher nicht hatte. Ja, dafür kann ich ja nichts. Ah, für Conny nicht. Nichts mit Snipern, Alter. Du kriegst jetzt von mir die Bratpfanne übergewumst. Es gibt zwar keine Soundeffekte, aber ist mir egal. Ich mach die gerade voll fertig, ne? Und ich guck mir vor allem diese wunderschönen, texturlosen Steine an. Sind die nicht geil? Oh, ich finde die auch schön. Oder? Das ist richtig geil, ne? So ein bisschen PS1-mäßig, ne? Ich geh mit der Frau mal ein bisschen warten. Echt? Ich will auch. Woohoo. Komm, wer kann tiefer tauchen? Wie tief kannst du gehen? Wie tief kann. Oder wie weit? Ich hab immer noch nie probiert, wie weit man eigentlich schwimmen kann. Ja, ich probier's auch so weit. Ich probier mal. Genau hinter dir. Vielleicht kommt ja da irgendwas, Unfassbares. Was Unglaubliches, Vogelmann. Megalodon. Vielleicht ist da auch ein Schatz. Sea of Thieves. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ah. Nein, unsichtbare Mauer. Bist du dir sicher? Nee, das sieht aus, ja, als ob guck. Du noch weiter schwimmst. Sieht gut nein, aus. Das ist eine unsichtbare Mauer. Sehr gut aus. Das ist sehr schön. Wow. Mhm. Oh, du siehst, als ob du fliegen könntest. Du fliegst im blauen Himmel. Wow, du hast so richtig schön. Das war so richtig schönes Kunstschwimmen. Herrlich. Nein, wir springen so. Da nicht raus, oder? Willst du hier rausspringen? Nein. Komm, raus Warte. Und rechts. Wollen wir Action? Okay. Komm. Action. Entweder oder. Was Deko, wollen die Leute jetzt? Immer gut. Ja, komm. Runter und rechts, ne? In dieses Dings rein. Ja. Aber lass uns versuchen, dasselbe Gebäude irgendwie zu nehmen. Oder ein ähnliches Gebäude. Ach, stimmt. Und von dort aus sind wir doch dann immer mit einem Auto über die Brücke gefahren. Komm. Ja. Schaff mal. Locker, flockig. Aber ab geht's. So, ich mache jetzt einen Sturzflug runter. Ja. Damit ich schon mal direkt... So, jetzt geht's ab. Fallschirm ist da. Also bei mir wird's wohl... Oh, ich kann ja nicht sagen, welches Haus das wird, ne? Der Fallschirm in Fortnite lässt sich einfach viel besser ein bisschen planen als der hier. Ah, ich glaube hier das Haus hier. Das hier wird's. Ich lande auf dem Balkon. Ich habe das Dach sogar. Das Dach? Ja. Perfekte Landung auf dem Dach. Ja, ich auch. Du auch? Ja, Dach. Oh, nur Pistole hier. Geh gleich weiter runter. Ich habe jetzt auch nicht umgeguckt. Ach, du bist da drüben. Ich dachte, du bist bei mir. Ja, gegenüber. Aber irgendwie ist hier keiner, oder? Irgendwie ist hier keiner gelandet, nö. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, weißt du? Ich dachte so, boah. Military Base. Die wird heftig. Die wird so heftig, Alter. Aber ey, jetzt ist ja gar keiner hier. So. Ach, du, das ist wieder gut, Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, ich mag mittlerweile die Ego-Perspektive. Finde ich cool. Ich mag's auch. Ja, dann nehmen wir mal noch. Solange man noch nicht hat, nehme ich halt noch die Schrotflinte mit. Ist mir jetzt auch egal. Machete. So, Machete. Ich bräuchte den Rucksack. Muss ich auf jeden Fall gucken. Weil ich schon wieder jeden Scheiß aufsammle, weißt du, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Kreis ist auf jeden Fall auch weit weg. Ah, oh, schade. Weit weg, der Kreis, echt, ja? Also müssen wir fahren. Oh.
Ah, müssen wir definitiv fahren. Okay. Irgendwie nichts gerade auf dem Boden. Ich guck mal hier ins nächste Haus. Ist das eine Tür? Soll das eine Sehr Tür gut, ich habe darstellen? schon mal eine UMP gefunden. Nee. Ich habe bloß eine Schrodi bis jetzt. Ich brauche einen Rucksack. Rucksack. Hallo, Rucksack. Zack. Ey, ich hasse das, ne? Du hast eine ganze Stadt zum Looten und findest einfach mal nichts. Ja, ich kann doch nicht mal Munition mitnehmen. Kacken, Dreck, Mist, Kacken. Früher Hier mal bei mir ist dieses. ein Rucksack. Ich komme. Großer, kleiner, mittlerer. Stufe Komm 1. nicht raus. Ich wollte eigentlich das Fenster springen, aber es hat nicht geklappt. Ach, da drüben bist du. Ja, hallo. Ja, komm, besser als Hier nichts. drin, da liegt ein Rucksack. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Bleib mal so ruhig, Baby. So. Da. So. Ah. Ich will die Kurve eng nehmen und es klappt nicht. Ich knapp mir mal noch das große Haus da oben auf dem großen Berg. Mach das. Und dann werden wir uns langsam Richtung Auto begeben. Also hier standen, glaube ich, immer Autos. Ich Hier glaube, steht da ein steht auch Auto. eins. Ja, alles klar. Aber diesmal will ich fahren. Ja, auch mal wieder fahren. Okay. Mal brumm brumm machen. Oh, der M16. So, das große Haus. Jetzt will ich gucken, was ist das hier? Ist das eine Herberge? Kann das sein? Eine Herberge? Neun Millimeter. Ich nehme erstmal auf jeden Fall die Munition schon mal mit. Falls ich doch irgendwann mal eine große Waffe finden Wir liegen sollte. Stufe 2 Rucksack. Oh, cool. Hast du schon einen? Ja. Ja, okay. Ich will nur kurz hier weiter gucken. Ich brauche ehrlich gesagt erstmal eine Waffe. Jetzt UMP haben. Klingt ganz nett eigentlich. UMP ist doch nett. Sag mal, spring doch mal durchs Fenster. Was denn los? Mein Charakter ist voll das Weichei, ne? Fenster. Könnte man ja hängen bleiben, weißt du? Sich alles aufratzen. Ich brauche auf jeden Fall grüne Und Munition, ey. bluten. Was für ein Feigling. So. Rucksackstufe 1. Ach, ich nehme jetzt hier alle Munitionsarten mit, die es nur gibt. Was man hat, hat man, ne? Ich alter Messi. So, du bist da hinten und da Nichts drin hinten hier. ist das auch, oder was? Nee, das ist nicht. Nee? Okay. Gut zu wissen. Vor allem UMP habe hier ich ist aufgebaut, lauter Mann. Rucksackstufe 1 Dinger, ne? Springt durch die Scheibe. So, wo ist der Rucksackstufe 2? Das rote Haus. Wenn du Das. runterkommst. Wenn ich runterkomme, das erste. Okay. Direkt beim Auto. Genau. Ja, das rote Haus, Okay. da muss Stufe 2 Rucksack sein. Die UMP bringst du mir mit, ja? Die bringe ich dir mit Munition. Rucksack unten oben, links, Mitte. Musst du gucken, da liegen ziemlich viele. Rucksack Stufe 2. Okay, unten am Tisch. Den Energy Drink, den nehmen wir auch noch mit. So. Also ich habe immer bloß die Schrotflinte, ja. Ja gut, dann lass uns mal langsam. Damit wir nicht wieder als letztes in den Kreis ankommen. Wenn du eh eine Waffe für mich hast, dann geht's ja. Oh, also wirklich gar nichts hier. Null. Wir sind ein kleines Auto, Dude. Ach ja, Ego-Perspektive, ich hab vergessen. Was denn? Was denn? Ich komme zu dir raus, ich komme schnell zu dir raus. Die ballern hier. Ja, dann komm, 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 komm. Dein Taxi-Ruf kam. War das bei dir Geschosse oder was? Ja, die waren ziemlich nah dran, die waren beim Container da. Steig ein, steig ein, steig ein. Bist drin? Go, 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 go! Boah, ich hör's. Diese Verrückten. Sollen sie doch von der Wand sterben. Oh Gott, Alter, dieses Auto hat null Grippen, sobald er von Asphalt runterkommt, ne? Haha, geil. Ey. Diese Dreckskarre. Bitte mal, ist hier ein Jeep? Nee. Nee, fahr weiter. Nicht, dass wir naja, also, erschossen werden oder so. So gut. So gut. Ich will nur mal die Bremsen testen. Wow, 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 wow. Ja. Halt die fest. Lebst du noch? Oh, ich wurde ausgenockt. Fahr, 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 fahr.
Wie, du wurdest ausgenockt? Was meinst du mit ausgenockt? Wo bist du? Ich wurde auf ein Auto geballert. Echt? Dein Ernst jetzt? Scheiße, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh nee. Guck mal, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht ohne dich. Doch, jetzt schau ich dir gerade zu. Oh nee. Nee. Oh, krass, ich habe extra auf die Energieanzeigen geguckt und denke mir so, okay, alles gut, schaff mal. Scheiße. Und jetzt? Jeep. Nehm ihn und fahr weiter. Ja, aber das Problem ist, du hast meine UMP9 gehabt. Ganz toll, fuhr mal, ganz toll. Ich genieße gerade den Sonnenuntergang, der sieht gerade so schön aus. Ja, wo soll ich denn hinfahren? Hm? Ich hab keine Waffen, ich hab nur eine Schrotflinte. Oh, oh, das ist bald da übrig bei mir. Oh, fuck. Fuck. Alter. Die haben doch alle. Oh, ich glaube, ich habe einen Platten. Hast du auch, hinten links. Ach, das kannst du sehen? Ach ja, ja, das stimmt. Da ist ja unten angezeigt. Ja, ich sehe es gerade. Also unten links könnt ihr sehen in der Anzeige, Leute. Das Auto ist schon ein bisschen Matsch, jetzt. Aber Sonnechi, er lebt noch. Vielleicht hat mir mein Geisterfreund geholfen. Ich weiß es nicht. Wow. Wie weit ist das eigentlich noch bis zum... Oh Gott, das Ding fährt sich ja wie... Hätte ich doch lieber das eine Auto behalten. Verdammte Axt. Aber nee, ich glaube, der fährt sich selbst noch mit kaputten Reifen besser als das Ding. Ach, da hinten ist die Begrenzung. Na, ich würde noch weiter reinfahren, ne? Ja. Na, ich mache jetzt nicht hier Stopp, also... Du hast ja eh nichts zum Verteidigen. Nee, also ich muss jetzt irgendwo ein bisschen rein, direkt irgendwo in ein Haus aussteigen. Oh, Alter! Ah. Er kann es nicht mehr lenken, das Ding, ne? Lauf zu Fuß. Nee, ich laufe. Vielleicht laufe ich. Alleine. Ohne Waffen. Mit einer Schrotflinte. Nee. Und eine Rauchgranate. So. Scheiße. Da vorne ist das Dingsgebiet, wa? Aber wobei, bis ich da bin, ist es, glaube ich, weg. Aber es war doch klar. Nach einer so guten Runde, die wir vorletzte Folge hatten, muss sowas kommen. Ja, da muss wieder so eine. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, what the fuck? Aber die sind auch tot. Ich habe einen umgebracht. Ja, du hast jemanden gekillt, ja. Alter. Leute, du drehst dich um, du siehst da plötzlich wieder so ein Auto auf dich zufährt. Ja, ich habe mich nicht umgedreht. Ich habe mich nicht umgedreht, mein Reifen war blockiert und darum hat sich das Auto von alleine umgedreht. Ich wollte mich ja nicht umdrehen. Und auf einmal kommen diese Wahnsinnigen auf mich zugefahren. was sind denn das für Wahnsinnige da draußen? Da waren die den Arsch offen? Aber ich hab einen Kill gemacht, Leute. Also ich finde, das sollte man hoch anrechnen, ja? Und ich glaube, man hat dieses entsetzte Gesicht von diesem Kill gesehen. Habt ihr das gesehen? Wie der da, oh. Also, am besten, liebe Leute, nochmal zurückspulen auf YouTube und davon nochmal einen Screenshot machen und euch zu Hause an den Kühlschrank hängen. Denn das war eine ziemlich coole Nummer. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön am Vogelmann, der sich wieder die Zeit genommen hat. Und Vogelmann, ich werde jetzt ein bisschen Kirin probieren. Kirin. Mach das. Kiri. Hast du einen Kühlschrank? Ich mag keinen Kiri. So, also liebe Leute, Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Sonnechi und... Vogelmann! Geht doch. Ach, wo ist denn jetzt der Ausschalter hier? Total erschöpft. Was für eine